Hi Leute, euer Note hier. Heute geht es um Terraforming, dem Kunstskill der Baumeister. Er ist direkt am Anfang wählbar, also verfügbar. Und ihr braucht zum Ausführen eine Schaufel oder eine primitive Schaufel. Und für den Level 60 Skill auch noch eine Pickaxe, also eine Spitzhacke. Auf Level 0 habt ihr die Fähigkeit, Hund hochzuheben und abzusenken. Der Skill ist deswegen wichtig, weil wenn ihr ein Gebäude bauen wollt, müsst ihr daraus erst quasi Bauland machen, also schön einebnen und dann könnt ihr darauf was bauen. Vorher könnt ihr da nicht wirklich drauf was bauen. Wie gesagt, ab Level 0 habt ihr Hochheben und Absenken. Und die Fähigkeit, also gehen wir auf Terraforming, da haben wir dann unsere Optionen. Lower Ground Level und Raised Ground Level, hoch und runter und Observe. Die Option habt ihr auch noch und die solltet ihr auch immer am Anfang machen. Also wenn ihr irgendwie ein schönes Plätzchen gefunden habt, klickt ihr einmal auf Observe und dann kommt ihr so eine Übersicht. Da könnt ihr euch noch frei drin bewegen. Auch die Kamera noch drehen. Allerdings keine Aktionen mehr ausführen. Also jetzt könnt ihr hier nicht direkt den Untergrund anheben oder senken. Ihr seht aber, okay, ihr seht, habe ich hier schon eine kleine Baufläche gemacht und habe mein Level quasi auf 36 gemacht, also 36 Höhe. Nebendran die Felder. Sieht man dann, okay, hier ist 35,9, 35,3 und da sieht man die ganzen Höhen. Jetzt weiß man, okay, hier zum Beispiel dieses Feld hat 36,1. Ich stelle mich da mal so davor, dass wir es direkt dann finden. Dieses Feld hier hat 36,1, das hier hat 35,9. Das heißt, das hier muss ich einmal absenken und das hier muss ich einmal erhöhen. Machen wir das doch mal fix. Also, das Feld direkt vor mir war 1 zu hoch. Das heißt Terraforming Lower Ground Level. Und das danach war Raised Ground Level. Also, das war ja 1 zu niedrig. Also, Terraforming Raised Ground Level. So. Dann schauen wir nochmal in den Observe-Modus, ob auch alles geklappt hat. Terraforming, Observe. Jetzt seht ihr 36. Ah, da hat es nicht geklappt. Da muss ich noch eine Schippe draufhauen. Da ist 35,9. Jedes Mal, wenn ihr eine Aktion durchführt, erhöht oder senkt ihr den Wert um 0,1. Außer das Geröll rutscht ab in eine andere Richtung. Dann gibt es meistens eine Staubwolke und ein kleines Rollgeräusch. Kann ich euch mal fix zeigen. Dann passiert das nicht, dass sich es erhöht oder senkt. Ja, was ist denn das für ein Frame Drop? Ja, muss ich mal gucken. Auf jeden Fall ist hier doch eine schöne Stelle, um das zu zeigen. Hier denke ich, rutscht es auf jeden Fall runter. Sobald es halt zu steil ist, rutscht es runter. Terraforming. Komm schon. Hier. Terraforming. Raised Ground Level. Seht ihr, da kommt so eine Staubwolke und da seht ihr, dass es gerade so runtergerutscht wird. Dann hat sich hier gar nichts getan. Mit. Ich meine, das müsste ich gucken. Irgendwie habe ich eine ziemliche Frame Drop. Mit jedem Raise und Lower bekommt ihr das Material, was ihr aufsammelt oder benutzt in eurem Inventar. Also, wenn ihr, ich gehe in mein Inventar, zack, ich habe hier noch 60 Steine. Hier sind jetzt Steine als Untergrund, weil ich die zum Aufschütten genommen habe. Wenn ihr auf die Wiese geht, dann bekommt ihr halt Erde. Wenn ich hier jetzt Rechtsklick drauf mache und sage Terraform und Lower Ground Level,
werde ich gleich 30 Steine hinzubekommen. Zack, 30 Steine dazu. Also man bekommt immer 30 Einheiten von dem, wo man halt draufsteht. Und wenn man sagt Terraforming Race Ground Level, dann verbraucht man 30 Einheiten aus seinem Inventar. Hier dieses, okay, sagen wir so, ab Level Terraforming Level 30, also auf Terraforming. Ah, und wundert euch nicht, dass ich so viel hier freigeschaltet habe. Ich spiele auf dem Server mit 3000 Skillcap. Und ab Terraforming Level 30 bekommt ihr die Möglichkeit Can Flatten Terrain. Das erleichtert die ganze Sache ein wenig, weil wenn ihr auf einem Feld steht und dann Rechtsklick auf das nächste Feld macht und dann auswählt Flatten Terrain, Terraforming, Flatten Ground, Flatten nicht Terrain, sondern Flatten Ground, wird das Gebiet an das Gebiet, auf dem ihr draufsteht, angeglichen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel in Observe gehen, Terrain, Observe, haben wir hier, nehmen wir das doch, 35,9 und hier stehen wir auf 36. Dann müssen wir nur Terraforming Flatten Ground nehmen. Und, okay, jetzt habt ihr da einen Staubwolk gesehen, das heißt, dass es wahrscheinlich abgerutscht ist. Das heißt, wir müssen nochmal Terraforming Flatten Ground anwenden. Ah, jetzt hat es nicht gestaubt. Meistens hört man auch noch so ein Rollgeräusch. Allerdings habe ich gerade den Sound relativ leise gestellt. So, jetzt gehen wir nochmal auf Terraforming, Observe. Ich habe schon Fuß. Und wir sehen, das hat jetzt auch die Höhe 36. Ist aber noch, wie ihr seht, weiß, genauso wie dieses Feld, was wir vorhin, ich glaube, abgesenkt hatten um 1. Das ist auch noch weiß. Und die hier, die sind, naja, jetzt sind sie nicht mehr ganz schwarz gekennzeichnet. Gestern wurde noch alles schwarz gekennzeichnet. Auf jeden Fall keine weißen Kacheln mehr. Und keine weißen Kacheln heißt dann, das ist wirklich Bauland. Weil man muss mindestens einmal Flatten Ground auf eine Ebene anwenden, um sie zu Bauland zu machen, also um sie quasi anständig glatt zu machen, dass da drauf gebaut werden kann. Die roten Felder hier, wie ihr seht, sind schon bebaut. Und jetzt landen wir einfach hier mal auf der 36. Wir stehen auf der 36. Ihr seht, das hier ist Bauland. Das ist schön richtig gerade drauf. Und wenn wir hier eins neben dran gehen, das ist zwar auf der gleichen Höhe, aber da rechts ist ein bisschen abschüssig. Sprich, Terraforming, Flatten Ground. Und jetzt macht ihr dieses Abschüssige weg und wir haben ein richtig schönes Viereck, was gerade ist. Wenn wir jetzt nochmal in Observe gehen, seht ihr auch, okay, jetzt ist das Bauland. So könnt ihr dann beliebig eure Fläche vergrößern und das sind so die Grundregeln. Was noch vorkommt, wo habe ich denn so ein Stück? Ihr könnt überall Race und Lower Ground drauf machen, also Erde und sonstiges. Da ist eine schöne Stelle. Bei Stein, Granit und Marmor, wenn ihr da Rechtsklick drauf macht, bekommt ihr Terraforming, kriegt ihr kein Race oder Lower angezeigt. Da kriegt ihr nur dicke Tunnel, was eine Fähigkeit ist, die ihr ab Terraforming Level 30 bekommt. Braucht ihr um Minen quasi zu eröffnen. Kriegt ihr Can Dig a Tunnel, also ihr könnt dann einen Tunnel graben. Normalerweise braucht ihr dafür eine Spitzhacke. Bei mir kommt lustigerweise, wenn man trotzdem dann versucht, was abzutragen und sagt Dig a Tunnel. Jetzt sagt der Pickaxe. Gestern hat er noch die Animation gemacht und ich habe Material gekriegt. Sehr schön, das ist schon gefixt. Auf jeden Fall braucht ihr dafür dann eine Pickaxe, um dieses Gebiet quasi anzugleichen mit Digitunnel, Downwards und Upwards.
Was ihr allerdings machen könnt, wenn ihr nur das Gebiet irgendwie anheben wollt und das zum Beispiel nicht geht, dann geht ihr einfach in euer Inventar. Ah, ich habe keinen Stein mehr. Moment. Schnappt euch vorher ein bisschen Stein, weil das braucht ihr. So, ich schnapp mir einfach hier was. Lower Ground Level. Und nochmal Lower Ground Level, weil ich euch dann gleich zeigen will, dass es funktioniert. Terraforming, Lower Ground Level. So. Also nehmen wir zum Beispiel, hier rutscht es vielleicht nicht runter. So. Hier haben wir nur die Option, dicke Tanne, bla bla bla, aber kein Raised oder Lower. Jetzt gehen wir aber in unser Inventar und sagen, machen Rechtsklick auf den Kram, also auf das Material, was wir quasi ausschütten wollen, und sagen, Pour on the Ground, also quasi, wir kippen es einfach auf den Boden aus. Und dann wird die oberste Schicht, ist dann kein Fels mehr, sondern das Material, was wir hingeschickt haben. Und jetzt können wir ganz normal auf das Terrain, wo eben noch kein Low and Grace ging, draufklicken und sagen, okay, Flatten Ground, Lower Ground, Raised Ground. Wobei Lower Ground dann auch wieder nur eine Ebene weit geht, dann ist ja das, was man draufgeschüttet hat, wieder weg. Man kann aber trotzdem jetzt Raised Ground beliebig machen. Was auch noch interessant ist, gerade wenn ihr dann Flatten Ground habt oder auch für Raise und Lower, wie immer, wenn ihr auf Terraforming geht, also wenn ihr auf irgendeine Option geht, denkt dran, ihr könnt, wenn ihr eine Option auswählt, Rechtsklick darauf machen, um es als Default-Wert auszuwählen. Das heißt zum Beispiel Raise Ground, Terraforming, und ich würde jetzt Raise Ground Level als Standardwert nehmen. Das heißt, immer wenn ich jetzt Linksklick ausführe, macht er Raise Ground. Das ist natürlich wesentlich angenehmer, als jedes Mal ins Menü zu gehen. Und jetzt nehmen wir einfach dieses Feld hier. Und dann zeige ich euch Raise Ground. Funktioniert. Ja, aber halt nur solange dort dann auch der Kram drauf ist. Also wenn ihr dann Lower macht, wie gesagt, ist wieder Stein und dann funktioniert das wieder nicht. Das waren so die Grundmechaniken. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Und viel Spaß dabei, eure schöne Bodenebene zu machen, beziehungsweise ein schönes Plateau euch zu machen. Ich habe jetzt die letzten Tage ziemlich viel in Construction gemacht und so, und macht richtig Spaß. Das Lower und Flatten geht ein bisschen fix nach einer Zeit, aber das Constructen an sich, so eine schöne Wohnung mehr zu sehen oder so, macht richtig Spaß. Viel Erfolg, viel Spaß. Ich mache unten in die Description, noch also in die Beschreibung von dem Video, einen Link zu meinem Steam Guide. Da wird das Ganze dann auch nochmal schriftlich quasi erklärt, und da werde ich noch ein paar Ergänzungen machen oder so, falls mir noch was einfällt oder ihr Anmerkungen habt. Und ja, dann mein nächstes Video wird wahrscheinlich über wie man Tunnel gräbt, aber das werden wir sehen. Viel Spaß euch, und wir sehen uns beim nächsten Mal.